So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, viele Äffchen haben wieder hergefunden zu unseren Kriminalfällen. Weiter geht es jetzt bei Scotland Yard, wo wir jetzt angekommen sind. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Na dann, mehr wollten wir ja gar nicht. Da sind sogar seine Gegenstände dabei. Das ist gut zu wissen. Mitgliederausweis für City of London Club. A membership card for the London Crest Club. A beautiful feather pen of a good make. Ein Brief an Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montague Dunn. Kleiner Ego. This watch is of great value. Okay, ich dachte, er schaut nochmal in die Uhr rein. Aber nein. Aber nein. Locked. Er ist nicht da. Lestrade ist nicht da. Zu schade. First of all, let us carry out an external examination. Schauen wir uns erstmal den rechten Arm an. No redness, stings or bruises. Linker Arm. Nothing suspicious here. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. The air from the lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Now, let us examine the internal organs. Dr. Watson macht das schon, genau. Oh, nett. Schön. Das Gesicht zu, damit wir das nicht in Verbindung bringen mit dem, was es wirklich ist. Deswegen ist das alles so ein bisschen abstrahiert dargestellt. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Einfach so wieder zurück. Die Lunge. The lungs are congested and edematous. Oh, was haben... Oh Gott. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Gar nicht gut. Der Magen. Das sah hier gerade komisch aus. Naja. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Flitsch. Magen? War Darm nicht noch? Nein? Gut, dann würde ich gerne das Herz mir noch anschauen. Was er angeblich versagt hat. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning, plant poisoning to be more exact.
You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building, I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ach ja, so ein bisschen krank ist er ja. Und das ist auch gut so, deswegen lieben wir ihn. Lestrade! Dann nehmt nicht! Sie! Können Sie Lestrade eine Botschaft überbringen? Miss Downs? Fragen mich ja fast schon. Fangen in den Archiven an, ich sehe schon. Ich sehe schon, wir fangen mal in der Baker Street an. Und ja, diesmal habe ich daran gedacht, dass wir während der Fahrt Böh benutzen können. Wurde eingesperrt und Vergiftung. Kombiniert sich zu Dunn wurde vergiftet. Nachdem Herr Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Bin mir sicher, es war nur ein Unfall. Genau. Na, bewegst du? What, Holmes? Achso, wir haben einen neuen Brief. Stimmt. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn, ich rede von Captain Jack Crooker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben, und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtungsvoll, Mary Brackenstall. Noch ein Brief. Times. Mord in den Termen. Ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadete Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bancliffe, wurde ermordet aufgefunden. Das Verbrechen ereignete sich in den Termen in Strand Lane. An jenem Ort also, an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende in diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys führendem Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Gut, aber wir haben hier nach seltenen Pflanzen, nach dem Symbol. Nach welchem Symbol zuerst? Nach dem Symbol auf dem Ausstellungstopf. Suchen. Zeitungen. Kunst und Architektur. Stadtökonomie, Wirtschaft ist Landökonomie. That is not the one I need. Globale Ökonomie. Nein. Technik. Geschichte? Medizin?
doch Zeitungen. Das müsste ja dieses Jahr dann sein. That is not the nicht. That is not nicht. Forschungsberichte. Chemie. Gifte und Toxine. Verletzungen. Kriminalistik. Kampfsportarten. Zeichen und Symbole. Aha. Lieferanten der Londoner Gärten. Sehr schön. Seymour Gartenwelt. Werkzeug und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Topfvariationen. Sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Blurton Road, London. Hallo, E. Gut, und dann noch auf dem zerbrochenen Symbol. That is not the one I need. Das sieht. Religiösen Symbol aus. Göttliche Gesellschaft. Wenn das Symbol auf einem zerbrochenen Blumentopf aus dem Hinterhof der Gärten ist, stammt nicht von Kew Gardens und bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Göttliche Gesellschaft? Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Gut. Nein. Ja. Botanik, exotische Pflanzenband, 4 giftige Varianten. Liste der gestohlenen Pflanzen. Eine Liste der gestohlenen Pflanzen von Kew Gardens haben wir ja hier. Müssen wir das nur noch abgleichen. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Ja. Lateinische Pflanzen. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Dionea, Carnivorus, die Carlina inebriare und die Florem diabolica. Vor allem die letztere. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit dem Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Und die... Lustigerweise haben wir... Carnivorus und die Florem Diabolica dabei und Carlina. Ja, sind alle dabei. Here it is. Alles, was so giftig ist und tödlich sein kann, ist dabei. Tödliche Pflanzen gestohlen, Vergiftung. Die Pflanzen wurden gestohlen, damit niemand merkt, dass er damit getötet wurde. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Da verbindet sich doch eindeutig nichts. Ach so. Das ist ja lustig. Jetzt haben wir das nochmal. Können wir dann weiter benutzen. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt gen Kew Gardens zu ziehen. Das sieht ja echt gruselig aus. Das... Die folgenden 3 Pflanzen haben sich als tödlich für Menschen herausgestellt.
die ich vorhin vorgelesen habe. Die Voraussetzungen für die Giftwirkung sind allerdings recht kompliziert. Dafür werden ein bestimmtes Düngemittel, natürliche Stimulation und Nahrung benötigt. Raupen sollten in der Hinsicht funktionieren. Das ist doch schon mal interessant. Kew Gardens. Ist unser neues Anlaufsziel. In die Richtung werden wir jetzt mal weiter wandern. Ja, viel zu sehen gibt es ja jetzt auch nicht wieder in den Notizbüchern und die Herleitung haben wir ja jetzt schon in der Baker Street gemacht. Von daher wieder eine ruhige Fahrt, bei der man nichts weiter zu tun hat, außer sich gegenseitig anzuschweigen, was Watson und Holmes sehr gut vormachen. Na gut, dann haben wir das mit dem Schweigen jetzt auch mal gehabt. Oh, guck mal, eine Fleur de Lis. Die Lilie, das Symbol auf der Tür. Achso, nach hier, Kew Gardens war es ja auch noch so ein langer Weg. Großes Gebiet muss lange geladen werden. So ist das halt. Aber jetzt sind wir ja da. Jetzt bewegt sich der Gute. Und wir stellen erstmal ein paar Fragen, bevor wir hier die Türen einbrechen. Hi. Wir haben da 2, 3 Fragen. Wo fangen wir an? Ganz oben. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the Colonial Collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Da ist aber jemand gereizt. As deputy director, how is your relationship with Montague done? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens. But it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Sein Lebensstil? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And? He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Na ja. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Apropos, wo ist denn die Dame? You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... Why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game?
I can only scratch my head and wonder. Nach dem Schlüssel fragen wir ganz zum Schluss. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Das stimmt ja so nicht ganz. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. Ja, we shall continue our investigation. Das gefällt ihm ja aber gar nicht, wa? Ja, guck mal, die habe ich gesucht. Oh, haben wir auch ein, zwei Fragen. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Mhm. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Merkwürdig, merkwürdig. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed. That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tja. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Natürlich. Thank you, young man. We shall see you again soon. Natürlich verstehe ich das. Na, aber hallo. Wenn ich was verstehe, dann wie man in sowas einbricht. Na gut, aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.